Joint wieder. Verpackt einfach. So, und dann gehen wir mal direkt nach außen und schauen mal, wie das Geschlitz ausgehen wird. Ja, Mary kommt von der Mail, von der Pommesbude. Bitte, wo keiner von Plague Ducks mit rechnen. Ich hoffe, da hören sie den Step jetzt aus der Mail. Ja, sneaky, sneaky. Gut gesehen. Ah, jetzt gesehen. Und Pusteblume fällt als erstes. Treffen sich langsam bald am T-Spawn. Ist aber noch möglich mit Jessica. Sie hat 100 AP, alle drei Gegner 45. Ist theoretisch nur. Ja, zwei Knife-Duelle direkt gewinnen. So wie hier. Noch 100 HP. Also absolut machbar. Jetzt hat sich aber eine schlechte Lage gebracht. Trotzdem. One on jetzt one. 50-50. Und sie macht. Sie macht es. Und wenn die höchstwahrscheinlich stayen, denke ich jetzt mal ganz dreist. 4 Kills von ihr. Können sie glatt von dir gelernt haben, da immer irgendwann am Ende dann der Runde Schimmel und Exit-Tracks machen. So, ich habe leider keine Ratsche, aber ja, auf geht's, Ducks. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es natürlich jetzt alle schön reinschreien in den Monitor. So, Config loaded und dann sollte es gleich losgehen. 1, 2, 3, dreimal RR. Demo ist Pflicht und deshalb, ja, die gute alte Tradition. Du hast einen Tröte oder was? Ja, sicher. Ist aus dem Knochen-Fanshop, hä? Man muss sich ja auch mal ein bisschen vorbereiten hier. Ja. Mal den Aufbau, drei außen. Ja, direkt schon Kontakt. So kann einen machen, zwei auch ziemlich low schießen. Schick ist die Bombe ist trotzdem noch überhaupt sogar vor dem Würmchen, vom Würmchen. Also da ist noch kein Pressure irgendwo bisher. Sieht so mehr nach einem Time-Go aus. Die Frage ist, jetzt haben sie einen verloren. Sie müssen eigentlich auch irgendein Timing-Go gut versuchen. Aber der muss halt natürlich auch funktionieren. Sie haben noch Smoke, haben sie noch. Und zwei HEs. Wir versuchen das mit der Halle. Da steht natürlich, da steht man easy zu fünf, wenn man sich da gut aufstellt. Wenn man 1-3-1 macht, steht man da theoretisch bombensicher. Leuska, mit Glück kann sie noch die Bombe legen. Das versucht man nicht. Und Gina hat schön supported und natürlich den Frag geholt. Wichtig ist eigentlich, wenn man zwei Nades hat, kann man eigentlich auch eher eine Rampe-Go versuchen. Da kann man die Nades nochmal ziemlich gut reinschmeißen. Wenn man die Smoke hat, kann man noch einen guten Bereich wegschmeißen. Deswegen verstehe ich nicht, dass sie ohne jegliche Nades einfach mal in die Halle gegangen sind. Sie hatten noch was übrig. Da kann man ein bisschen was Besseres machen. Die ist auch keine Ratsche. Gibt's hier schon. Vielleicht wahrscheinlich eine Petition kommt noch. Jetzt Pusteblume. Boah, ich bin völlig in die Rampe. Jessica, gerade. Nein, alle noch low, die müssen alle zu grün sein. Mary hat aber eine Waffe. Ist aber nichts. Vom Wetterschirm von hinten und die Runde ist schon wieder vorbei. Ja, sollte easy sein. Und jetzt, ja, Bombe wurde nicht gelegt, das heißt wahrscheinlich noch eine Spar. Und das wird es wohl auch sein. Ja, Mischmäuse. Zitze. Kannst froh sein, dass keine Frau bei mir Mod ist. Ja, Jens hat eine Smoke für außen. Und Luska hat eine Flash. Ganz wichtig, dass Genie, also Jinjin, außen spekt mal zwischendurch, weil natürlich wollen sie die Main-Spielerinnen wegholen, dass sie einen verstellten Halle-Go machen können, aber das wird gut supportet von ihr. Ja, der fährt drauf, kann auch gut aus zumachen. Ich glaube auch nicht, dass Jens mit ihr jetzt so rechnet, wo sie steht. Und das war ziemlich schnell.
So, und dann geht's sofort Richtung, ja, sofort Richtung Rampe. Das ist mal eine richtige Entscheidung. Eine Flash ist noch da. Die kommt auch. Die ist sogar relativ gut. Jessica wieder. Aber die Ducks spielen einen Retake auf Rampe unten. Sehr gut. Pusteblume steht auch noch gut. Und somit ist es die dritte Runde für Playing Ducks. Oh, mein Ohr. Dann ist aufgestanden. Oh, Gas im Zimmer ist nicht so gut. Nicht so gut, gar nicht so gut. Ja, ich bin auch erst um 1:30 aufgestanden. Oh. Aber topfit. Jetzt brauche ich erstmal Schocktherapie. Concussion. So, jetzt wird gekauft. Jetzt geht es auch erst wirklich um was. Drei Runden schon mal Vorsprung. Das ist schön auf einer machbaren T-Pistol. Auf Nuke hier. Ja, und dann war es eine schöne Teamnate noch. Jetzt ist ein schneller Halle-Go. Sieht doch dann ziemlich eindeutig aus. Finde ich jetzt nicht so ganz. Sie haben einen Halle-Go in der Piste gemacht. Sind ohne Chance zerschossen worden. Jetzt waren sie in der ersten Equip gleich nochmal genau das gleiche. So gut standen sie auch jetzt nicht dafür. Deswegen. Also, ja. Ich würde immer erstmal einen First Rack ziehen, dass alles offen ist. Dass man halt 4 gegen 5 spielt. Absolut. So, jetzt wird noch ein bisschen was an Nades gekauft. Ist auch ein bisschen statisch, stehen da 3 Sekunden. Trotzdem muss ich den First Track und M4. Ja, gut weggesmoked hier. Jetzt sind sie alle Abgang runter. Aber da ist Mini. Mini. Fuchs. Mini. Ah, da fällt sie leider. Ah, 3 Frags ist okay. 2 Waffen gezogen, kann auch Infernity damit zufrieden sein. In der Eco. Ja, ist schon ein bisschen bitter, wenn sie in der Eco jetzt schon mehr Frags machen, als wenn sie da die Equips spielen. Gina wieder außen, Pusteblume, Jesse wieder auf der Rampe und Mini und Bretta in die Halle. Somit ist eigentlich jede Runde safe. Na, spielen theoretisch hier in 1-3-1, einer außen, das ist Gina, dann Mini, Sierra und Jessica sind in der Halle und Pusteblume macht die Rampe zu. Das ist eine ziemlich gute Taktik, ich habe sie auch schon öfters, glaube ich, schon bei den Mail-Turnieren angesprochen gehabt. Eine sehr hohe Flexibilität, sehr schnelle, sag ich mal, Kontrolle dann über die möglichen Plätze wieder. Und man hat sehr viele Infos dann gesammelt, meistens bevor überhaupt der Go passiert ist. Ja, jetzt ist die Rampe offen. Jetzt ist Mini nur alleine gegen 3 Stück. Ja, das ist das Problem, wenn sie es nicht auf Retake, beziehungsweise wenn sie nicht sofort switchen. Da müssen sie normalerweise bei Contact, bei so einem Aufbau sofort zurückgehen, wenn sie Contact haben außen oder an der Rampe. Müssen sie gar keinen Track ziehen, da müssen sie nur auf Support warten. Das ist auch sehr schwer natürlich auf Nuke bei den Laufwegen zu faken. Jetzt hätte er einfach den Schacht benutzen können. Am Terroristen viel längeren Laufweg. So, aber die Runde sollte eigentlich an die Infernity Ladies gehen. Ja, das ist jetzt nicht mehr sehr viel machbar. Ja. Oh, das ist die erste Runde für Infernity. So, kaufen diese Runde und die nächste, naja, wird schon eher knapp werden. Das sollte dann gleich gerade so reichen können. Das ist eine Ermessenserscheidung. So, und diesmal gehen, glaube ich, 2 wieder an die Rampe. Jessica wieder als Support an die Rampe. Sogar 3 Richtung Rampe von Terror. Ah, da wird noch ein bisschen geschossen hier. Ein schöner Teamfrag, sagen wir mal. Ja, der natürlich ziemlich bitter ist jetzt, wenig Geld sowieso. Und jetzt ist auch, glaube ich, das ganze Geld weg. Ja, 4 gegen 3 und anscheinend Majuska war da. Ich weiß nicht, ob sie timed war oder ob da einfach nur Probleme gab. Ja, also Jessica ist jetzt schon außen, ist einmal um die ganze Map gelaufen. Man kann hier viel ausschließen.
Mit außen. Wenn sie auch ein Würmchen ist, kann sie eigentlich schon fast den Rampe-Go ansagen, der eigentlich auch schon eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, jetzt schieben sie aber die CTs alle scheiße, sag ich mal so. Ja, ich glaube, sie ist gelegt die Bombe. Das schaffen sie auch. Nicht? Ne. Jinjin einfach mal in die Smoke reingebratzt. Und jetzt hängt bei mir das Spiel wahrscheinlich gerade wegen der Pause. Wahrscheinlich ist es die Pause von eben. Ja, vielleicht können wir gerade die aktuelle Situation durchgehen. Jens steht hier am T-Schacht. Und Majuska, ja, hat auch Kontakt. Ja, beide haben, glaube ich, auch wahrscheinlich gleich ein Aim-Duell. Da steht hinten noch, ich glaube, Sierra, ja. Und Jinjin macht aber ihren Frag. Sehr schön. Jetzt unglückliche Position für Jens. Drei Seiten angreifbar. Sehr gut, dass sie da vier Waffen mitbringen. Oh, Jinjin im Moment hier im Scoreboard. Einsame Führerin. Ja, sie ist echt aimstark, muss ich echt sagen. Also, was sie manchmal uns in den Zehnern drückt, das ist Traum. Also, Hut ab, ne? Aber sie spielt auch jeden Tag bis 6 Uhr morgens. Und das ist ihr Leben hier anscheinend. Ja, im Gegensatz zu den LOL-Freaks da. Ja, manchmal rumgeiern. So, jetzt mal. Pushen die Terrors ein auf den Silo. Genau. Der Move von Mary war jetzt schon ein bisschen komisch. Müsste eigentlich gehört worden sein, oder? Das ist ja, wenn. Macht aber den Frag erstmal außen. Und jetzt ist auch das Main-Pose angesagt. Und macht noch einen. Ja. Alle drei außen, inklusive Bombe. Einfach keine Waffe verlieren in dem Fall. Sehr am angebrachtesten. Das sieht auch gut aus. Ja. Doch nicht. Ich bin ja sogar fast eine zweite Waffe. Ja, Nades sind noch da. Ich verstehe, warum sie keine Nades schmeißen, aber jetzt grüße ich von. Ja, die Mädels von den Ducks sind sehr heiß, wie ich sehe. Sie wollen keine weitere Runde abgeben. Kann ich aber auch verstehen. Ihr Cup, ja. Ihr Preisgeld und sie möchten es verteidigen, ne? Ja, natürlich verbessern wahrscheinlich, wenn sie es zu Hause lassen würden. Und nicht keine Überweisungsschreiben dann ausfüllen müssen. So, das ist gekauft von Infinity. Ja, die Terror spielen auch immer das gleiche, ne? Einer außen, einer geht die Tür raum, einer speckt die Rampe ab, supportet eine von hinten und jetzt bleibt im Vorraum. So, Loiska hat wohl mal ein Tutorial gesehen. Der gute alte gerade Jump auf das Silo. Trotzdem wieder jetzt mal ein bisschen Rampe. Wird aber doppelt gedeckt wieder. Aber das 1-3-1 haben sie hier schnell aufgegeben. Playing Ducks nach der einen verlorenen Runde. Jessica da drin sehen? Ich glaube nicht. Boah, das ist. Wenn sie nachlässt, die Smoke, dann auf jeden Fall. Ja, muss auf jeden Fall mit. Und vor allem, wenn eine Haie kommt. Ja, und ja, sie fällt leider. Somit ist Pusteblume ganz allein auf der Rampe, geht runter. Das ist das man kann. Und hat sie aber noch Support. Retake. Mini ist normalerweise auch immer unten. Ja. Das ist bitter. Aber man kann nicht verhindert werden. Das wäre die einzige Chance eigentlich noch gewesen, die Runde zu holen. Jetzt Sierra gegen 3. Ist machbar. Ist machbar, aber ultra schwer. Aber jetzt ist er den ersten verkackt und somit die Runde abgegeben an den Ladies von Infinity.
schnelle Rampe, go. Was sieht's gerade aus? Das müssen wir sofort weggesmoked. Ja, jetzt brauchen die Terroristen einige Zeit, das reinzuziehen, aber eigentlich müssen sie auch nicht sehr viel machen. Sie müssen nur den Weg abdecken. Ich muss ansagen, sobald was kommt. Jetzt oben, hat sie auch gehört. Mami kann noch einen auf A machen. Bombe wird jetzt gelegt währenddessen. Da muss Jinjin eigentlich ihre Kollegin nach hoch flashen. Das stimmt jetzt aber. Jetzt hinter ihr Main, kommt mich davon rechnen. Ja. Mensch, das war's. Also bisher die Argos, glaube ich. Muss man schauen, wie man die Rampe, glaube ich, besser runterspielen kann. Da stehen sie jetzt schon zu zweit da zum Teil. Manchmal auch dann Jessica ein bisschen verzögert, beziehungsweise verschoben noch für einen Argo auf den schnellen A wohl. Da müssen sie eigentlich gar nicht viel facen, da müssen sie einfach nur absichern, dass weder, sag ich mal, Undercat da einfach durchlaufen kann, ohne gesehen zu werden, dass nicht einfach die Rampe runtergerannt werden kann, ohne dass da irgendwie irgendwas verzögert wird. Das lief gerade eben ein bisschen zu einfach für Infernity auch einfach. Darunter, anscheinend durch den Schacht runtergelaufen. Jetzt wird der Argo gemacht, doch über die Halle. War relativ gut, dann Aussicht war wahrscheinlich, dass der Jinjin, glaube ich, oder Mini war es, runter musste. Kann einholen. 3 gegen 3. Hört ihr, Jessica? Trotzdem den Track ziehen. Jetzt beide low, jetzt wird die Runde eigentlich safe sein für die Infinity Ladies. Meine Position ist auch super. Ja, beide fallen. Geld ist nicht allzu gut. Da müssen wir wohl einmal sparen. Ja, wahrscheinlich doch die Waffen lieber saven sollen. Wenn man zwei Waffen hat, vielleicht noch eine dritte ziehen. Und wird eine Spar für die DAX. Rampe wird wohl schnell gepusht werden. Easy hat es da gehabt. Ich bin voll gepusht gewesen. Oh, vierer für sie. Ah, schade. Eine Waffe gezogen. Ja. 7 zu 5 damit nur noch. Stand 7 zu 1. Ja, entweder trauen sich die DAX zu viel zu oder die Ladies wissen jetzt ihren Knackpunkt der Gegner und fahren da immer so mit durch. Wenn Rampe fällt, ist klar, Rampe ist offen, pushen die Rampe runter, Kim verschiebt nach unten und dann ist die Runde eigentlich für Terror safe. Was haben sie? Gehen die Terrors alle außen, wie man sieht. Mini steht außen, jetzt gleich, ja, sie geht in den Main. Und ab da runter. Schon relativ gut vor unten. Wieder weggesmoked. Das ist relativ safe. Jetzt zwei, drei Runden haben sich damit schon zumindest wieder einen Vorteil geholt. Was muss ich überlegen, ob man da nochmal ein bisschen umstellt. Also Rampe, ja, ist meistens bisher wirklich so, dass sie da sinnlos, sag ich mal, erst Leute verlieren und dann doch die Rampe verlieren. Und dann auch vor allem einfach als Follow-up, wenn sie die Rampe aufgegeben haben, dann noch ein, zwei verlieren. Da wird der First Track viel zu einfach. Mini kann jetzt rein an den Treppen holen, aber toxisch. Nicht eingenommen, man muss auch nicht unbedingt Jessica facen, das verstehe ich jetzt so ganz. Einfach die Spot-Safe-Bombe ist jetzt down. Steht da suboptimal. Ja, fällt auch. Zumindest letzte ist jetzt angesagt. Sierra hat noch eine Flash. Boah, die will sie nicht riskieren. Boah, macht doch noch den Frag. Uiuiui. Ja, also Frauen spielen allgemein, das ist mir auch aufgefallen, viel offensiver. Da sind die Frauen eher wohl die Draufgänger. Jetzt nochmal
Trotzdem ziemlich wenig Geld natürlich bei den Ducks. Nach einer Eco-Runde gewonnen, aber nur knapp. Trotzdem sind noch zwei Runden zu spielen. Von daher nicht allzu wichtig. Ja, es, die Sache ist, dass man manchmal dann als Zuschauer vielleicht auch besser sieht. Jetzt müssen wir unbedingt zurückgehen, jetzt müssen wir unbedingt hier safe spielen. Zum Beispiel, dass Pusteblume jetzt die Rampe, die schon öfter angespielt wurde, so oft steht. Muss nicht unbedingt sein. So, jetzt wird man einfach. Jetzt auch. Da wird einfach die Kette hochgepusht. Das ist halt sehr riskant. Boah, man kann jetzt hier von der Pommes den Frag machen. Oh, unter ihr ist auch noch eine. Mal gucken, ob sie sie gehört hat. Nein. Nein. Boah, Mary kriegt da. Dass sowas aufgehen kann, Geschenk. Verstehe ich gar nicht. Na, da war der Fehler allein schon, dass die Pommes wurde bei, trotz, glaube ich, zwei oder drei Spielerinnen, wurde die Pommes absolut vernachlässigt. Da hat dann Mary, glaube ich, nochmal Yushka, hat dann easy Frag machen können, ohne gefaced zu werden an der Pommes. Das ist, jetzt noch unbedingt die Waffe in die letzte Runde mitbringen. Ja, ich hoffe mal, die letzte Runde geht an unseren DAX, ne? Also ich bin für die DAX auf jeden Fall. Nicht nur, weil sie deutsch sind, auch weil ich sie kenne alle. Bis auf Jessica. Ja. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall die Runde mit halbem Equipment holen. Zum Teil sogar ohne Kevlar. Und die T's sind full equipped. T's sind aber richtig. Bike in den Vorraum, drei außen, pushen direkt vor. Das können sie sich auch erlauben, sind auf jeden Fall Mittel- und Langdistanz weit im Vorteil. Pushen direkt den Abgang runter. So, dann wartet Mini, kann einen holen. Kann zwei holen. Wow. Den dritten leider nicht. War schon in Ordnung, zwei zu holen. Vor allem jetzt in dieser Situation. Da kommt direkt der Refrag von Jinjin. Und da ist es dann ärgerlich, wenn man hat statt Kevlar sich irgendeine MP geholt hat. Was im 3 gegen 2 Rampe ist eingenommen. Und ja, wir haben ja gesehen, als die Rampe eingenommen war, die Runden waren ziemlich knapp. Also da ist noch nichts gelaufen. Aber normalerweise, okay, stellt man da auf jeden Spot einen Defin, einen zum Verschieben. Oder zum Spotten, aber eher zum Verschieben. Ja, apropos Verschieben, da verschieben die T schon wieder Richtung Vorraum. Mal gucken, ob Britta damit rechnet. Britta aimt schon Pommes Ausgang und eine kleine Sicht auf dem Fenster. Da steht Jinjin auch nicht allzu gut. Die braucht ein bisschen da, um zu switchen. Steht nicht direkt an den Schächten. Ah, ist der Rampe. Ah, wirklich losschießen. Ist wichtig, dass Jinjin nicht gesehen wird. Boah, aber das ist Madness. So, Mary wird auch geholt. 9 zu 6, damit der Halbzeitstand. Ein ja, holen und gehen oder zwei holen und sterben. Ja. Von 7-1 zu 9 zu 6 ist schon krass, ey. Ja, da sieht man, das Problem ist wirklich, dass die Verschiebearbeit hier bei den CTs nicht sehr gut läuft. Es kann sein, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten halt gibt durch Send-In. Das ist sehr gut möglich, weil theoretisch jedes Mal, wenn was angegangen wurde, es wurde noch nicht mal richtig gefaked von Infernity, es wurde einfach gespielt, da hat man gesagt, nee, wir gehen es vielleicht doch lieber anders an und dann hat es trotzdem sehr gut funktioniert. Dass man da nicht mal, dass da nicht mal Fakes, sag ich mal, waren, auf die man reingefallen ist, sondern dass es wirklich einfach ein normaler Schiebevorgang war. Bitter, müssen jetzt Winnie pusht ja auch einfach nach. Die spielen, die fahren einfach die Rampe. Schon 3 gegen 3 sozusagen. Fällt noch eine auf beiden Seiten. So, und die CTs stehen nicht sehr gut. Da kann der Jessica das holen. Ja, kann sie. Boah, schönes Ding von der zweite. Die verteilt Gesichter, ey, das ist ja nicht mal schön hier. Wichtige Pistol, damit haben wir eben die machbare T-Pistol auf jeden Fall. Oh, Sierra kauft, was? Jessica kauft eine Pumpe, Sierra kauft eine AK, eine Galli gegen. Zwei Gallis sogar gegen gekauft. Hoffen wir mal, dass sie die einigermaßen richtig einsetzen. Und außen wird nur von einer supportet, aber ist schon weg. Infernity hat alles eingenommen, wissen jetzt, dass außen nur noch sein kann. Und das könnte richtig bitter werden, wenn sie noch ein paar Waffen ziehen. Oh, Jessica mit der Pumpe vor. Ja,
kann ein bisschen Damage-Output sorgen. Dafür ist die Pumpe gar nicht so schlecht, wenn man so einen Außen-Go macht. Noch einen. Kann auch Janes holen. Oh, ein Mini auch. So, und mit Loiska. Oh, last girl standing. Kann man dazu ja nur sagen. Da fällt auch 5er Runde. Ganz wichtig, keine neue Waffen nachkaufen, jetzt gute Bankroll aufbauen. Ja, was tippst du jetzt zum Endergebnis ein? 11-6 steht derzeit zu den kleinen Ducks. Wie ist dein Tipp? Ich bleibe neutral. Ich lass mich überraschen. Boah! Da pusht man die Granaten rein. Das war wirklich nicht mehr hübsch hier. Regnet es. Granatsplitter. Sehr schön, die eine. Wow! Gnadenlos verbuggt. Mini trotzdem noch mit einem eine Waffe nur geholt. Und das war eine Galil. Mary hat jetzt eine Galil. Trotzdem ist auf jeden Fall nichts ohne neu gekauft werden. Ich weiß nicht, ob sie sich da auf eine Galil verlassen wollen. Sehr gut macht es. Machen es die Playing Ducks. Ich schreibe nochmal ganz rum gegen eine. Ja. Gerade noch so stirbt die Bombenlegerin nicht. Das war schon knapp. Tim ist auch, also Fußblume ist heute gut in Form, wie man sieht. Jetzt hat sie auch ihre 1er KD, alle im Moment in der KD über 1. Beim Quack Quacks, genau, Playing Ducks. Ja, das fliegende V kommt jetzt dann. Und sie pushen wieder Rampe. Der ersten Equip. Ja, Rampe eingenommen, 4 gegen 3. Das hat bei den Infernity Ladies funktioniert. Aber ob es jetzt funktioniert, andersrum? Irgendwo zu pushen ist es sinnlos. Sie müssen erstmal wieder noch einen Frack ziehen, ja, dass das ausgeglichen ist. Ja, Reiska steht da am besten theoretisch, aber hat auch keine schlechte Pick, aber jetzt gegen Jinjin Aim-Duell verliert sie. Er ist jetzt ganz, ganz schnell auf A auf mich gegangen. Ja. Ja, sehr gut geschoben dann jetzt. Die beiden Rampenspieler vollkommen aus dem Spiel. Main. Ja, Ami auch low. Genau, die Sierra. Sierra ist bekannt. Jens stirbt. Mary, oh, jetzt ist es ins 2-on-1 plötzlich. Die Bombe tickt schon relativ schnell. Beide haben Death-Kit. Ami wird wahrscheinlich durchziehen. Boah, schade. Wird geholt. Reicht das? Ja, es sollte reichen. Ja, 12-7 damit. Die Bombe gelegt. Geld dürfte dann auch reichen. Ein Drop an Sierra und dann müsste das machbar sein. Ja, er kauft selber. Fußbude mit 4,7k. Und Sierra kauft sich eine Galil. Zwei gehen außen, Mini und Kim. Ist gerade interessant, wie die Cities da gerade ihren ersten Aufbau machen. Da stehen sie auf A überhaupt nicht gut. Deswegen erst verzögert, dann stellen sie sich wirklich gut auf A. Vielleicht haben sie auch nur schlechte Spots, das kann sein. Jetzt wahrscheinlich Amy gegen Pusteblume kommt's. Kommt und Pusteblume macht den First Track außen. Beziehungsweise den First Track fürs Team. Mir ist auch schon gefallen. Oh, wird der Abgang. Oh, das war knapp. Vielleicht noch Abgang was holen können. So, jetzt wird hier beim Argo vorbereitet. Oh. Der Jessica bestimmt nicht mit Mary oben. Nachtragen. 3 gegen 1. Jinjin. Hat aber die Bombe. Und eine AK. Aber
letztendlich ist es jetzt ist ziemlich machbar. Offensichtlich. Ziemlich offensichtlich, was er halt machen wird, deswegen. Ich glaube, dass jetzt verschossen wurde. Oh, das meine ich gar nicht gnadenlos. Ja, wahrscheinlich wäre ein schneller Argo in dem Fall natürlich sicherer gewesen. Aber wir haben die ganzen Spawns gesehen. Das Problem war, ich habe es nicht gesehen. Hast du gesehen, wo Mini gestorben war? Nee. Ich war auf Jinjin drauf. Okay. Mini war außen, nach meiner Meinung. Außen war, hatte Puss, okay. Mini ist als erstes gefallen, ja. Jetzt spielen wir zu fünft außen. Ne, Echo. Puss und mit einem MP noch unterwegs. Hat auch am meisten Geld gehabt. Hätte vielleicht letzte Runde lieber von AK ausgehen sollen. Boah, Anjunjun fällt noch. Eine Waffe müssen sie eigentlich mal versuchen zu holen. Boah, Majuska! Boah, was sie macht! Hässlich, heilige Mutter Gottes, das war richtig derbe. Eiskalt, nochmal zweiten Shot irgendwie nachgesetzt. Pussblum hat einen Frag gemacht. Ja, wird es abgeholt. 12-9, wird eng gleich, wenn das so weitergeht. Man sieht doch die Tegos. Ich habe jetzt auch noch gar keinen wirklichen Tegau gesehen. Der eine war ja, dieser Hallegor war eher so mehr schlecht als recht, einfach kurz durchgezogen. Vielleicht ist natürlich auch Nuke nicht die perfekte Map. Wahl dann, wenn man halt zwei Stand-Ins hat. Ich gehe mal davon aus, Infinity hat Cash oder sowas sofort weggevotet. Ja, Cash sind die Ducks sehr stark. Einfach nur gebratzt und das reicht. Das ist natürlich richtig bitter. Aber Infinity ist aber sehr gut. Kurz mal die Rampe vor hier, Jens. Das wird jetzt auch im Moment richtig gut von mir gespielt. Da muss man auch sagen, Infinity kommt jetzt gut ins Spiel wieder zurück. So, und Amy, hat sie die AK, jetzt hat die AK gekriegt. Damit haben wohl alle ihre gewünschten Waffen. Eine M4 und 4 AKs. So, Mary schmeißt eine Flash weg, um was nachzukaufen. Noch eine Flash. Oder eine Decoy. So, jetzt wohl ein schneller Argo. Sonst haben sie gesagt, die stehen zu Beginn nicht sehr gut auf A. Jessica holt den ersten. Und warum muss man das dann erst in der Eco erfahren? Das ist schon auch bitter. Boah! Vorne kann zumindest gelegt werden. Vier Dev-Kits. So, das ist noch ein Teamfrag vom Pustebunge. Ob das dann vom Geld her reicht, in der nächsten Runde ist dann auch wieder die Frage. Wir haben jetzt mehrere Runden in Folge verloren. Das müsste dann doch vom Geld reichen. Ja. Mini bräuchte, glaube ich, einen Drop oder kauft sie sich doch noch allein voll. Wie man sieht, aber die spielen auch so sehr schnell, wenn sie irgendwo pushen, ne? Also sie ziehen keinen ersten Frag halt von den Gegnern her. Sie pushen einfach rein und ziehen dann den Frag. Und fallen aber dann mit dem Refrag von den Gegnern. Was sehr schade ist, ne? Ja, gerade eben, ich glaube, wenn sie gerade eben Waffen gehabt hätten, hätten sie diese Runde wahrscheinlich mit vier Leuten, vier Überlebenden auch geholt. Also Infernity steht da auf A nicht sehr safe. Da reicht es wirklich eine simple, sag ich mal, ganz simple, schneller Rush. Da holt man meistens einen, vielleicht sogar ohne einen Refrag zu kassieren. Das ist auch eine Luzi. Im Low, aber holt den Fracking Feuer. Fällt Majuska? Boah, was für ein Name, ne? Da muss man ja Abitur haben für. Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist über dem S noch irgendwas. Wahrscheinlich eher ein Sch. Ah, Moment, die Aim-Duelle sehen nicht mehr so gut aus. Auch Jens hat die Aim-Duelle gegen Jinjin. Minima 1. Verliert ihn aber. Wahrscheinlich sogar A splitten zu zweit. Die Zeit ist nicht mehr da. Und viel ist auch nicht eingenommen. Und da ist das Unentschieden. Jetzt wird's spannend. Tja. Einfach eigentlich komisch. Die M-Duelle. Auf der CT-Seite wurden fast alle gewonnen, beziehungsweise zu Beginn des Spiels auf jeden Fall, als es die schnelle 7-1 gab.
Auch in den Equip war das ziemlich eindeutig. Aber jetzt, allein in der letzten Runde, war ich jetzt allein auf drei Duellen drauf, die wirklich 1-1 waren, gleiche Aim-Duelle, die verloren wurden. Und das letzte war ja hier dann Thomas gewesen. Also wirklich 4 Aim-Duelle. Boah, da kommt ein Molotov. Boah, das ist ein richtiger Jackpot. Ach, Pusteblume stirbt. Da hat einfach jetzt auch ein bisschen einfach noch rumgesprayt. Weiß man vielleicht jetzt irgendeinen, der mal wieder Ruhe bringt, eine Nackenschelle notfalls gibt und sagt, konzentriert euch wieder. Ja. Ach, Jessica, macht diesen Frag nicht, der machbar ist. Ich finde auch, die Rampe anzuspielen, ist das Schwierigste auf Nuke überhaupt. Also, wenn man da durchfährt, da brauchen nur 2 Flash, 2 HS kommen, bist du schon eigentlich als Gegner tot, wenn man dann preet. Frage ist, warum sie allgemein, also sie spielen auch keine schnellen Goals im Moment. Wer weiß, okay, 2 Stand-Ins, sagt man, ja, vielleicht ein bisschen weniger. Aber jetzt mal ein First Frag auf A. Und jetzt ist halt Neskas alleine. Aber hat überhaupt keinen Contact. Auch überhaupt keinen Contact. Bombe geht außen lang. Das könnte am wenigsten ein guter Fake sein. Das wäre eine einigermaßen Entschädigung. Oh, ich gehört, dass die Abgang runtergegangen sind, oder? Jetzt hat sie angesagt bekommen. Das ist dann schon relativ gut, wenn sie zumindest dann das als Fake nutzen. Aber zum Teil wurden da Frags gemacht und das wurde einfach richtig verschwendet dann, die Chance. Genau, jetzt wieder Gleichzahl, läuft noch bei 2. 3. Und sie holen doch noch die Runde. 5-3, 0-3, was? Schauen wir da. Macht halt eine in Unterzahl 3 Frags, das ist dann schon auch einfach unerwünscht, schon fast. Jetzt nochmal gekauft, was geht. Um das Draw zu verhindern. Aber. Ja. Muss jetzt auch alles klappen. Wieder die. Der A-Spot wird vollkommen vernachlässigt. Das eine einzige jetzt nur noch übrig. Oh, die muss fallen, das gefällt auch. Das war richtig wichtig. Warum jetzt? Warum mit ihr legt 5 gegen 2? Es muss die Runde sein. Jens, CT-Schacht und Cat. Boah, jetzt haben beide noch einen Frag. Die Zeit geht ziemlich weit runter. Sierra Last Frag. Ja, 14-13. Vom Geld schauen wir mal. Hat Infinity wahrscheinlich ja sich ein gutes Polster aufbauen können. Wenn sie da so 90% ihrer MDL gewinnen. Ja, im Gegensatz zu Playing Ducks, da guckt schon Peter Zwegert gleich. Ja. Vielleicht ein bisschen angebracht, den mal zu rufen. Ein bisschen effizienter mit dem Geld umgehen, mal ein bisschen tauschen. Wie es vorhin eben war. So, und jetzt glaube ich. Nee. Die spielen da immer noch gleich. Diesen leicht delayed Molotov. Ja, einen guten Spot hat, kann man da auf die Pommes rennen. Und der Molotov kommt noch nicht mal raus. So, jetzt läuft man mit 2. Ja, und das sieht das richtig sieht mit der schlecht Dua aus. Da fällt keine einzige der CT Ladies noch. Damit kann auf jeden Fall Infinity durchkaufen. Jetzt wird natürlich nochmal gekauft, was geht bei den Ducks. 2 Runden müssen geholt werden für die Overtime. Aber auch da muss man sagen, halt der Verlauf im Moment ist so, dass Infinity einfach viel besser drückt. Ob da die Overtime so viel neue Hoffnung bringt, ist auch eine Frage. Und sie pushen zu 2 zu 3 außen. Wieder so eine Außen da auf Emi. Emi holt den First Frag. Er zieht nochmal rum jetzt hier. Und sie fällt dann auch. Das ist halt auch so eine Sache. Ich sag ich mal, will hier keine Geschlechterdiskussion anbringen, aber im Mail-Team würde, glaube ich, keiner der CTs mehr da rumziehen. So, jetzt ist der Rampe. Beide Rampenspieler sind gefallen, Jessica. Ist alles offen. Boah, Mary mit 2. Jetzt ist wieder alles anders. Unfassbar. Und Jinjin holt sie. So, ein wichtiger Frag gewesen für Playing Ducks. Jetzt geht's nochmal wirklich um alles. Mary hat sich gezeigt. Boah, Angie macht den Frag. Uiuiui.
Oh, Gänsehaut hier. Jetzt letzte Runde. Letzte Runde der regulären Spielzeit. Overtime oder raus. Es geht dann schon wirklich um alles. Ja, die Ducks haben immer noch kaum Geld. Was ist jetzt los? Ja, die erste Map ist vorbei. Das heißt, dass die letzte Runde vorbeiging, dass wahrscheinlich Infernity gewonnen hat. Denn, ja, die erste Map dann also wahrscheinlich 16-14 verloren. Das ist ziemlich normal, das ist, weil GoTV einen Delay drin hat. Achso, sogar sofort wird weitergespielt. GoTV hat einen Delay drin, ja, von 90 Sekunden. Und wenn man das nicht einstellt, dann wird die Map ja schon geswitcht auf die zweite Map und dann geht die letzte Runde verloren. Die kann man da nicht sehen. Da weiß man aber nur, das Match ist vorbei. Gelaufen. Ja. Also war es wohl ein Draw, ne? Nee, es war wahrscheinlich in 16-14 und jetzt geht's in die zweite Map. Okay. Weil die Map ist auf Inferno geswitcht worden. Das ist höchstwahrscheinlich daneben, dass die erste Map vorbei ist. Die wurde 16-14, dann geht an Infernity und die zweite Map ist dann wahrscheinlich halt Inferno.